Moin, mein Name ist Nicole Profi und ich zeige euch heute, wie ihr in Ark Survival Evolved einen Griffin betäuben und dann auch zähmen könnt. Das alles ganz allein. Wie immer fangen wir mit dem Material an, das wir heute brauchen. Das habe ich alles schon mal vorbereitet und in den Griffin gelegt. Den brauchen wir heute als Transportmittel sozusagen. Also, wir brauchen 2 Torbögen, 8 oder 6 Fundamente. Das müsst ihr selber wissen. Ich bin der Meinung, wenn es etwas größer ist, geht es etwas leichter. Mit dem Einsperren des Griffins. Wir brauchen dann entsprechend entweder 18 oder 26 Steinpiller und eben 6 oder 8 Steindecken. Außerdem brauchen wir ein paar Narkosepfeile, eine Flinte und etliche Narkosemittel, je nachdem welches Level der Griffin hat. Und natürlich Matten, Prime Meat oder whatsoever, was ihr eben nehmen wollt zum Zähmen. Und außerdem brauchen wir noch ein Petri, mit dem wir dann den Griffin anlocken können. Warum wir den Petri brauchen und keinen Griffin, werde ich euch gleich nochmal zeigen. So, wenn ihr alles zusammen habt und alles eingepackt habt, dann fliegen wir natürlich los, um erstmal einen Griffin zu suchen. Dafür müssen wir in ein Gebiet, wo Griffins auch spawnen können. Wo die genau spawnen, zeige ich euch nochmal in einem anderen Video, beziehungsweise das habe ich euch wahrscheinlich schon gezeigt, deswegen könnt ihr einfach oben aufs i klicken, falls ihr das nicht genau wisst. Wir fliegen jetzt zu meinem... ja, Favorite Spot, sage ich mal, da sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir sind da. Ich zeige euch das mal ganz kurz auf der Karte, wo wir uns befinden. Man sieht es gut, sehr schön. Also wir befinden uns natürlich auf Ragnarok und eben hier. Hier ist eigentlich immer ein Griffin am Start, mindestens einer. Und hier werden wir auch gleich das Gehege aufbauen. So, der Aufbau des Geheges läuft wie folgt ab. Wir bauen jetzt einfach eine Fläche, die entweder 2x6 oder 2x8 groß ist, da wart ihr frei in der Entscheidung. Ich baue das einmal eben ganz schnell hier auf. So sieht das dann aus. 2x6 reicht eigentlich auch schon, aber es war ein bisschen zu eng dann alles. Also es ist schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, gerade wenn man alleine ist. Baubögen werden dann entsprechend hier am Ende platziert. So sieht das dann schon mal aus. Wenn ihr mit S Plus spielt, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die Tore auf manuell einstellt. Das wird auf jeden Fall einiges erleichtern beim Zähmen später, beziehungsweise beim Reinloggen, deswegen mache ich das mal eben. Als nächstes schnappen wir uns dann die Pillar, die setzen wir dann entsprechend immer hier an die Punkte. Wer nicht mit S Plus spielt, da wird das nicht so gelockt sein, bin ich der Meinung. Aber eben so, dass wir immer zwischen zwei Fundamenten sind. So sollte das dann aussehen, also es sind dann 3 Pillar hoch. Wer mit S Plus spielt, da reichen auch die Medium Pillar aus. Und als nächstes ziehen wir dann eben schnell das Dach einmal oben drüber. Ihr habt jetzt folgende Möglichkeit, ihr könnt es hier oben ansetzen, am Torbogen oder aber auf die Pillar setzen. Ich setze immer an den Torbogen oben ran, weil da oben ist der Platz zwar dann noch frei zwischen Pillar und Decke, das macht aber nichts, weil da kommt kein Griffin durchgeführt. Ja, so sollte das Ganze dann aussehen. Ich habe jetzt hier wie gesagt 2x8 gebaut und wir kommen jetzt hier oben noch durch und auch an den Seiten, das ist auch gut so, weil wir werden gleich den Griffin hier reinlocken und deswegen ist es auch wichtig, dass wir es auf manuell gestellt haben. Wir werden hier angeflogen kommen mit dem Petri, natürlich im Schlepptau mit dem Griffin. Wir können dann hier langsam reinfliegen, wie das dann funktioniert, zeige ich euch gleich. Und wenn er dann drin ist, können wir bis nach hinten durchfliegen, die Tür geht dann hier eben nicht auf. Fliegen wir hier raus, springen schnell ab und schließen dann einfach die Tür, beziehungsweise das Tor. Und so entkommt der Griffin auf jeden Fall nicht. Er kann hier nicht durch und mit dem Petri kommen wir aber wunderbar durch. Und ich glaube, mit dem Argentavis kommen wir nicht durch, deswegen können wir den hier auch nicht benutzen. Seht ihr, deswegen Petri ist da unser Mann bzw. unsere Frau. So, ich mache mich auf den Weg und versuche jetzt erstmal einen Griffin aufzutreiben und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es zur Sache geht. Also normalerweise befindet sich hier immer einer bei den Blumen oder dann weiter hier hinten oben. Allerdings haben wir jetzt hier gerade keinen, also wir sind hier am grünen Beacon. Deswegen fliege ich nochmal eben weiter und ziehe ihn mal von ein bisschen weiter her weg. Weil ich kenne noch ein paar Orte, wo es Griffins geben kann. Das ist eigentlich immer, eigentlich ist hier immer einer, aber heute sagt er sich, keine Lust. So, ich habe jetzt hier 2 Stück gefunden, die sind auch gar nicht so weit weg von dem, wo wir eigentlich gestartet sind. Ich würde jetzt einfach mal den Level 55er nehmen, das ist der braune hier unten. Ich lande nochmal eben zwischen und regeneriere nochmal eben ein bisschen Ausdauer und dann ziehen wir uns mal eben ins Gehege rein. So, was wir jetzt machen ist, wo ist er hin? Welchen? Da. Wir wollen ihn hier haben. Was wir jetzt machen, wir greifen ihn natürlich jetzt an. Versuchen ihn dann zu pullen. Da ist er.
Dass er da ein bisschen Lust bekommen, dass er ein bisschen aufs Leben vom Petri achten. Nicht, dass er den komplett Jetzt kommen beide. Ja, das ist nicht so geplant. Egal. Wir versuchen mal nicht allzu schnell wegzufliegen, damit noch einer wenigstens die Fährte aufnimmt. Und uns erfolgt sozusagen. Ich weiß nicht, ob wir den anderen damit reinkriegen. Ne? Jackpot wäre natürlich, wenn wir. Der eine Land geht jetzt auch schon weg. Das ist sehr gut. Bevor das nicht funktioniert. Und was wir jetzt einfach machen, ist, wir versuchen den so gerade wie möglich. Jetzt komm mit, du Mistvieh. So gerade wie möglich jetzt hier auf unsere Vorrichtung zu fliegen. So dass er direkt reinfliegen kann. Und nicht dran vorbeifliegt. Das passiert nämlich auch das öftere Mal. Aber wir haben jetzt so viel Anlauf. Eigentlich sollte das First Try was werden. Na komm, Jung. Machen wir mal ganz schnell fertig hier. Bin auch der Überzeugung, er dreht gleich wieder ab eigentlich. Ist ein bisschen schwierig, wenn ich ihn so nah rankommen lasse, aufgrund der Ausdauer von dem Petri. Ich lade nochmal eben die Ausdauer auf vom Petri. So, wir haben ihn wieder. Ich habe den Petri extra für eben, also für dieses Video gezählt, weil wir hatten gar kein Petri mehr da. Jetzt fliegen wir hier ganz gerade drauf zu. Lassen ihn super dicht rankommen. So, jetzt ist er drin. Fliegt natürlich raus. Lauf jetzt einmal schnell rum. Und mach das Tor zu. So. Das ist es. Das ist das Geheimnis. Ich habe es diesmal beim ersten Mal geschafft. Ich bin selber überrascht. So, er kann jetzt da rumfliegen, wie er möchte. Das wird ihm nicht viel bringen. Ich hole mal kurz das Fernglas raus. Dann schauen wir uns mal eben das Level an. Das ist ein Pillar-Level. Nein, das ist ein Spaß. Na, Level 55 ist er, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich schaue mal eben schon im Dodo-Dex nach. So, laut Dodo-Dex sind das 29 Darts. Und ich blende euch nochmal ein, warum wir jetzt eine Flinte nehmen und warum wir keinen Crossbow nehmen für dieses Ganze hier. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, ist doch relativ hoch. Beziehungsweise, jetzt muss ich mal kurz revidieren. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, aber nicht so hoch. Also bei einem Crossbow würde es auch noch gehen mit 4%. Ihr braucht dann einfach mehr. Ich versuche jetzt einfach mal das Vieh, was jetzt hier alles zum Wackeln bringt, zu erlegen. So. Wenn der schöne Herr Griffin dann liegt, dann macht er folgendes. Ihr holt euer Matten und ihr holt eure Narkosemittel. Und legt das einfach in den netten Herrn rein. Und schaut im Dodo-Dex nach, wie lange der jetzt hier liegen muss. Blende euch das nochmal hier bei mir ein, was der in dem Fall hier braucht. Und dann wartet ihr einfach, bis es soweit ist. Das ist halt die Kunst des Griffin-Zähmens. Also so schafft ihr es locker easy solo, den Ark Survivally Wolf, den Griffin zu zähmen. Und wie gesagt, immer in Dodo-Dex reingucken, wie viel Schaden gemacht mit dem Ding. Also ob es jetzt sinnvoll ist, mit der Flinte zu zähmen oder eben doch mit dem Crossbow. Ich habe die Flinte genommen, weil man weiß ja nie, welches Level man hier erwischt. Und für die High-Level-Viecher, wie gesagt, bietet sich das an, da doch mal zur Flinte zu greifen. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch warten und den dann in YouTube benennen. Das heißt, der Erste oder die Erste, der mir oder die mir hier einen Kommentar schreibt, kann den dann benennen. Also der wird dann nach dem YouTube-Namen benannt werden. Und da hängt dann hier bei uns auf dem Server rum, der Griffin. Ist männlich. Es ist mir relativ egal, ob ihr weiblich oder männlich seid oder whatever. Ihr kriegt den dann. So, das war's. Es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, den Griffin jetzt noch komplett zu zähmen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also ihr braucht etliches. Ihr braucht ein bisschen Material, um so einen Käfig bauen zu können. Ihr braucht eventuell eine Flinte, um den Griffin legen zu können, damit er nicht stirbt. Ein bisschen Matten oder Primate, was ihr auch nebenbei ein bisschen farmen könnt. Natürlich Narkosemittel. Und im Prinzip ist es relativ easy, das so zu machen. Also ihr habt locker die Möglichkeit, solo euch bei Ark Survivally Wolf und Griffin zu zähmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mehr Videos sehen möchtest, kannst du natürlich auch den Kanal abonnieren. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao und viel Spaß beim Zähmen.